Hey, what's up? Wir machen weiter mit Prozentrechnung. Hier haben wir eine Übung hier, ein Beispiel natürlich. Wie viel Prozent Preisnachschlag gewährt ein Fliesenleger seinen Auftraggeber, wenn er statt 13.700 nur 12.604 Euro berechnet? Okay, da werden wir gerade machen. Ja, so hier haben wir gegeben, haben wir G, 13.700 Euro und W, also dann subtrahiert man 13.700 minus 12.604, das werden 1.096 Euro und dann suchen wir P. Also wir wissen, dass nach unserer Formel hier das P gleich W durch G. Okay, also dann machen wir denn, das wäre dann hier. Natürlich mal 100%, wenn man in Prozent suchen würde, weil das ist hier P% auf jeden Fall. Mal 100%. Das wäre denn 1096 Euro geteilt durch 13.700 Euro. Okay? Mal natürlich 100%. Und das ergibt hier exakt 8%. Okay? Achso, das heißt, der Fliesenleger gewährt seinem Auftraggeber einen Preisnachschlag von 8%. Also, dann schauen wir hier einfach Preisnachschlag 8%. Okay, also, das ist hier unser Ergebnis. Danke fürs Zuschauen nochmal und bis später. Ciao.